Hallo liebe Moviepiloten, eines der längsten, was bisher geschah, die es momentan auf diesem Kanal gibt, hat Yves gemacht und zwar hat er das gesamte MCU zusammengefasst. Ich fasse jetzt die letzten vier Filme, angefangen mit Black Panther, über Infinity War und Ant-Man and the Wasp und natürlich auch den letzten Captain Marvel für euch zusammen. Wir veröffentlichen regelmäßig coole Superhelden-Videos auf unserem Kanal, darum vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke da unten zu aktivieren, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst. Aber Achtung, es wird hier zu Spoilern kommen. Schaut euch die Filme lieber zuerst an und guckt euch danach das Video an. Viel Spaß. Oh, catch you. You'll be watching in that room. How you were inviting me somewhere. Der erste Film auf unserer heutigen Liste ist Black Panther. Der hatte seinen ersten Auftritt anders als andere Helden des MCUs nicht in einem eigenen Solo-Film, sondern in Civil War. In einer wirklich künstlerischen Intro-Sequenz erfahren wir, dass das Land Wakanda durch einen Meteoriteneinschlag und der Entdeckung des Metalls Vibranium florierte. Das Land hat sich aus Angst vor dem Missbrauch der Macht, die das Vibranium in sich birgt, isoliert und tarnt sich nach außen als ein armes dritte Weltland. Wakanda jedoch liegt verborgen unter einer gigantischen Tarnvorrichtung und ist eines, wenn nicht sogar das technologisch fortschrittlichste Land. Der Film startet mit einer Rückblende in das Jahr 1992. Hier besucht König T'Chaka alias Black Panther seinen kleinen Bruder Nyobo. Einem Eindringling Ulysses Claw ist es gelungen, große Mengen des Metalls Vibranium zu stehlen, nachdem er das Geheimnis um Wakanda erfahren hat. Der Spion Nyobo wird von seinem Bruder verdächtigt, ein Gehilfe Claws zu sein. Er hatte jemanden auf der Inside. Tsuri, der seine Herkunft von Nyobo geheim halten konnte, kann den Verdacht des Königs bestätigen und erfährt, dass sein Bruder mit dessen Politik der Abschottung unzufrieden ist. Er will Tsuri erschießen, wird jedoch von seinem Bruder gestoppt und getötet. Ab jetzt schließt der Film wieder an den Civil War an. Nach der Ermordung von König T'Chaka wird dessen Sohn T'Challa der neue König und Black Panther. Er will während der Zeremonie seine Ex-Freundin Nakia, ihres Zeichens Geheimagentin, dabei haben. What are you talking about? Und so beendet er ihre Mission frühzeitig. Während der Zeremonie werden ihm erst seine Kräfte genommen, die ihn zu Black Panther werden lassen, damit er sich den Herausforderungen stellen kann. Er wird dann von M'Baku herausgefordert, dem Anführer des feindlichen Jabari-Stammes. I accept your challenge, M'Baku. Dieser wird jedoch besiegt. T'Challa erhält seine Kräfte zurück und wird im roten Sand begraben, um in einer Vision seinem Vater zu begegnen. Währenddessen wird in einem Museum ein Artefakt aus Vibranium von Eric Killmonger und Ulysses Claw gestohlen. Das soll an den CIA-Agenten Everett Ross verkauft werden, was T'Challa, Nakia und Okoye jedoch verhindern können und Claw gefangen nehmen. Der erzählt Ross dann alles über Wakanda. Claw wird von Killmonger befreit, dabei wird auch Ross verletzt und von T'Challa mit nach Wakanda genommen, um ärztlich versorgt zu werden. T'Challa erfährt nun von der wahren Herkunft Killmongers, der Sohn des ermordeten Nyobu ist. Killmonger tötet Claw und bringt ihn nach Wakanda, wo er dessen Körper Vbaki präsentiert, dessen Eltern vor 30 Jahren von Claw ermordet worden. Er fordert T'Challa zu dem rituellen Kampf um den Thron heraus und wirft diesen dann den Wasserfall hinunter. Killmonger ist nun der neue König und lässt das Kraut verbrennen, mit welchem der Black Panther seine Kräfte erhält. Eine Blüte jedoch kann gerettet werden. Er beschließt, Wakandas Versteckspiel vor der Welt zu beenden und Waffen an alle unterdrückten Schwarzen zu liefern, damit diese sich erheben können. The world's gonna start over, and this time we're on top. T'Challas Familie, Nakia und Ross, sind geflohen und suchen nun Unterstützung bei M'Baku. Dort erfahren sie auch, dass T'Challa den Sturz überlebt hat und im Koma liegt. Er wird mit Hilfe des Krauts geheilt und gemeinsam stellen sie sich Killmonger gegenüber. Der wird tödlich verwundet und T'Challa bietet ihm an, ihn zu heilen, was Killmonger jedoch ablehnt. Just bury me in the ocean. T'Challa hat mittlerweile das Gebäude erworben, in welchem Eric aufgewachsen ist und will es in ein Hilfezentrum umbauen. Wakanda offenbart sich nun auch vor den Vereinten Nationen, teilt seine Rohstoffe und wir erfahren, dass Bucky Barnes in Wakanda geheilt wurde. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge. Darauf folgt dann das größte Superhelden-Team-Up aller Zeiten, Avengers Infinity War. Der Film beginnt genau an der Stelle, an der Thor Ragnarok endet. Die Asen treffen auf Thanos. Unbewaffnet und zum Großteil mit Zivilisten beladen, wird Thors Schiff von Thanos angegriffen, der die Hälfte der Besatzung ermordet. Thanos fordert Loki auf, ihm den Tesseract zu überreichen, andernfalls werde er Thor ebenfalls ermorden. Bevor Loki ihm den Würfel überreichen kann, tritt der Hulk auf den Plan und macht Kleinholz aus Thanos. Für genau 22 Sekunden. Dann wendet sich das Blatt und Thanos schlägt den Hulk zu Brei. Der dann von Heimdall mit letzter Kraft zurück auf die Erde geschickt wird. Das besiegelt dann auch dessen Schicksal und der Wächter Asgards wird von Thanos ermordet. Der schnappt sich den Tesseract und fügt den darin verborgenen Stein seinem Handschuh bei, auf dem bereits der Powerstein ruht, den er bei der Zerstörung Xandas erbeuten konnte. Loki bietet sich als Führer auf der Erde an. If you're going to Earth, you might want a guide.
wird jedoch nach einem gescheiterten Mordkomplott von Thanos ermordet. Letzterer verlässt mit der Black Order das Schiff der Asen und lässt Thor mit den Leichen seiner Untergebenen und seines Bruders zurück. Bruce Banner landet derweil auf der Erde und kracht in das Sanctum Sanctorum von Doctor Strange und kündigt Thanos an. Gemeinsam bringen sie Tony Stark nach New York, der mit Pepper gerade über eine gemeinsame Zukunft gesprochen hatte. In New York angekommen, klären Wong und Strange Tony und Banner über die Infinity-Steine auf und warnen davor, diese zu vereinen. Der Time Stone ist bei Strange in Sicherheit, der Mind Stone in Visions Stirn muss gefunden werden und da kann Cap helfen. Bevor Tony den jedoch anrufen kann, werden sie von Krach und den schreienden Menschen auf der Straße unterbrochen. Thanos Black Order ist da und sie wollen an den Time Stone. Doch sowohl Strange und Wong als auch Iron Man stellen sich Ebony, Maw und Cal Obsidian in den Weg. Der Hulk hingegen zeigt sich in diesem Kampf nicht. Dude, you're embarrassing me in front of the Wizards. Während des Kampfes prügeln sich die Kontrahenten durch New York, wo auch Spider-Man auf sie aufmerksam wird, der noch in einem Schulbus unterwegs war und auch von dem außerirdischen Angriff mitbekommen hat. Im Kampf muss sich Cal Obsidian von seiner Hand verabschieden, die Strange ihm abtrennt. Später hätte das genauso hilfreich sein können, doch Dr. Strange verzichtet lieber darauf, Thanos zu besiegen. Maw hingegen kann den Zauberer besiegen und bringt ihn auf sein Schiff, wird jedoch von Iron Man und Spider-Man verfolgt. Maw foltert Strange, um an den Time Stone zu kommen, doch wird der von Iron Man und Spider-Man überrascht und mit Hilfe eines Loches in der Wand des Raumschiffes in die unendlichen Weiten des Universums gesogen. Im Schiff bricht ein Streit darüber aus, wo es nun hingehen soll. Tony entscheidet sich, den Kampf lieber zu Thanos zu bringen. So I say we take the fight to him. Und so fliegen sie gemeinsam nach Titan, um sich Thanos zu stellen. Währenddessen stoßen die Guardians of the Galaxy auf die Wrackteile des asgardischen Flüchtlingsschiffs und treffen dort auf Thor. Who the hell are you guys? Der wird an Bord geholt und Gamora weist auf den Plan ihres Ziehvaters hin, die Hälfte allen Lebens auszulöschen. Thor klärt die Besatzung darüber auf, er müsse nach Nidavellir reisen, um eine neue Waffe zu schmieden. Begleiten sollen ihn Groot und Rocket. Die übrigen Guardians werden nach Nowhere reisen, um den Reality Stone zu holen, welcher dem Collector übergeben wurde. Sie beobachten dann Thanos dabei, wie er den Collector foltert und ihn in einen gläsernen Kasten steckt. Drax und Gamora greifen den Mad Titan an und Thanos wird von seiner Tochter tödlich verwundet. Doch der hat das Szenario mit dem Stein verfälscht und nimmt Gamora mit sich. Diese weiß über den Aufenthaltsort des Soulstones und soll Thanos dahin bringen. Er foltert ihre Schwester Nebula und kommt somit an den Aufenthaltsort des Steins. Als Wächter des Steins stellt sich der im ersten Captain America Film ins allgesogene Red Skull heraus. Er informiert Thanos darüber, dass der Erhalt des Steins ein Opfer fordert, die am meisten geliebte Person. Thanos wirft Gamora dann die Klippe hinunter und erhält den Stein. In Schottland leben Vision und Scarlet Witch, die im Fernsehen vom Verschwinden Tony Starks erfahren. Sie werden von Corvus Glaive und Proxima Midnight angegriffen und von Cap, Falcon und Natasha unterstützt und können Thanos Schergen zurückschlagen. Sie fliehen in das Avengers Hauptquartier und treffen auf Bruce Banner und James Rhodes. Vision will, dass Wanda den Stein zerstört, damit er Thanos nicht in die Hände fallen kann. Das jedoch würde Visions Tod bedeuten. Also wollen alle nach Wakanda reisen, wo der Stein aus Visions Stirn entfernt werden und somit dessen Leben gerettet werden soll. In Wakanda angekommen, wird das in die Tat umgesetzt und die Avengers treffen auf Bucky. Dann jedoch tauchen die übrigen Children of Thanos auf und bringen eine gigantische Armee von CGI-Minions mit sich, die jedoch erstmal die schützende Kuppel über Wakanda nicht durchbrechen können. God, I love this place. Unterdessen ist Thor in Nidavellir angekommen und muss feststellen, dass die Schmiedeöfen kalt sind und dem Zwergen die Hände verstümmelt wurden, damit dieser nach Thanos Handschuh keine weiteren Waffen mehr schmieden kann. Der Rest der Schmiede wurde von Thanos ermordet. Thor gelingt es mit Rockets Hilfe, die Sternschmiede wieder zu reaktivieren und so kommt Thor in den Besitz von Stormbreaker, der ultimativen Waffe gegen Thanos und dessen ultimative Waffe, den Handschuh. Auf Titan treffen derweil Strange, Stark und Parker auf die Guardians und gemeinsam ersinnen sie einen Plan, wie man Thanos vielleicht noch besiegen kann. I like your plan. Except it sucks, so let me do the plan and that way it might be really good. Hier erfahren wir dann auch, dass es nur eine aus über 14 Millionen Möglichkeiten gibt, in denen die Avengers gewinnen. Nach Thanos Erscheinen können sie auch kurzzeitig die Oberhand gewinnen, bis Peter Quill beschließt, dem Mad Titan den Kiefer zu begradigen und dieser dann in einem Zweikampf erst Iron Man besiegt, bevor er sich den Time Stone aneignet, den Strange für Tonys Leben anbietet. Nachdem der Titan den Stein auf seinen Handschuh gesteckt hat, verlässt der Titan. In Wakanda kämpfen die Menschen Seite an Seite mit den Avengers gegen Thanos CGI-Minions und werden von der schieren Menge überrannt, bis Thor eintrifft und das Kräfteverhältnis umkehrt. Doch dann betritt auch Thanos selbst das Schlachtfeld und räumt erst alle Avengers aus dem Weg, nur um dann zu sehen, wie Wanda den Mindstone zerstört und damit Vision opfert. Er jedoch dreht die Zeit zurück und reißt Vision den Stein aus der Stirn. Damit hat er jetzt seine Steinchensammlung komplett und ist damit im Besitz einer unaufhaltsamen Waffe. Bis Thor kommt und eine noch mächtigere Waffe in Thanos Brust schleudert. Dieser schafft es dennoch mit den Fingern zu schnipsen und sich zu heilen, ehe er das
das Schlachtfeld verlässt und das Unheil seinen Lauf nimmt. 50% allen Lebens werden jetzt zu Staub. Zu den Toten zählen auch Bucky Barnes, Black Panther, Scarlet Witch, Groot, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange und Spider-Man. Thanos hingegen genießt auf New Titan den Sonnenuntergang. Well done. Der vorletzte Film ist dann Ant-Man and the Wasp. Scott hat es im ersten Teil geschafft, den subatomaren Raum zu verlassen und nun bauen Hank Pym und dessen Tochter Hope Van Dyne an einer Möglichkeit, diesen Raum kontrolliert betreten und wieder verlassen zu können, vor allem um Hanks verschollene Frau Janet zu finden. Um seine Tochter weiterhin sehen zu können, hat Scott einem Deal mit der Regierung zugestimmt. Er steht für 2 Jahre unter Hausarrest, nachdem er in Deutschland Cap und Bucky zur Flucht verhelfen konnte. Beim Spielen mit seiner Tochter gelangt die Fußfessel an Scotts Bein auf einen Bereich außerhalb des Hauses und das FBI rückt an. Thank you. Als Scott später ein Bad nimmt, hat er eine Vision von Janet, von der er dann Hank erzählt. Hey Hank. Danach wird er von einer Ameise gestochen und wird bewusstlos. Als er wieder aufwacht, wird er von Hope in das Labor gebracht, wo Hank bereits auf ihn wartet. Beide sind Scott gegenüber jedoch abweisend, da sie nach dessen Offenbarung in Deutschland auch auf der Flucht vor dem FBI sind. Hank will den Tunnel noch sicherer bauen, wofür sie jedoch ein wichtiges Bauteil benötigt, welches Hope beschaffen soll. Die Übergabe gestaltet sich jedoch problematischer als gedacht und so muss Hope im Wasp-Kostüm die Verbrecher aufmischen. You gave her wings? Ehe sie an das Teil gelangt, wird sie von Ghost überrascht, die das Bauteil und das gesamte geschrumpfte Bürogebäude an sich reißt. Bei ihrer Suche hoffen sie auf die Hilfe von Dr. Foster, der sie tatsächlich zu Ghost bringen kann, der jedoch auch mit ihr zusammenarbeitet und so Hank, Hope und Scott gefangen nimmt. Sie erfahren, dass unter Ghosts Maske eine Frau namens Ava steckt. I'm Ava. Nachdem sie von Hank Pym gefeuert wurden, setzten Avas Eltern das Experiment fort, was jedoch scheiterte. Durch den massiven Austritt von Energie wurden beide ermordet. Ihre Tochter Ava hingegen erhielt seltsame Kräfte, um unsichtbar zu werden und sich durch feste Materie bewegen zu können, was jedoch auch unglaubliche Schmerzen verursacht. Foster glaubt, mit Janets Hilfe können die Schmerzen gelindert werden, indem man ihr die Quantenenergie entzieht. Das jedoch könnte sie töten, so Hanks Vermutung, und er täuscht einen Herzinfarkt vor. Um zu helfen, öffnet Foster eine kleine Dose mit Medikamenten, aus der jedoch Ameisen kommen und unsere Helden befreien. Sie bemächtigen sich des Labors und des Bauteils und lassen Foster und Ava zurück. Sonny Birch ist es mittlerweile gelungen, mithilfe eines Wahrheitsserums Scotts Position herauszufinden und hat diese an das FBI weitergegeben. Lewis kann Hope und Hank jedoch warnen, die es mithilfe einer weiteren Vision geschafft haben, Janet zu lokalisieren. Oh, Jellybean. Scott schafft es noch rechtzeitig nach Hause, Hope und Hank hingegen werden vom FBI verhaftet und Ghost gelangt erneut an das Labor. Hope und Hank können entkommen und es kommt zum Kampf gegen Ghost. Das Labor fällt dabei Birch in die Hand, der auf eine Fähre flüchtet und von Giant Man gestoppt werden kann. Hank gelingt es dann, durch den Tunnel in den subatomaren Raum zu gelangen und seine Frau zu retten. Janet kann Avas Schmerzen lindern und Dr. Foster erklärt sich bereit, sich weiterhin um sie zu kümmern. Dave und Kurt konnten Birch und dessen Leute festnehmen, die unter Zuhilfenahme des Wahrheitsserums der Polizei ihre Taten gestehen. In der Mid-Credit-Scene macht sich dann Scott auf den Weg in den subatomaren Raum, um Quantenenergie für Ghost zu holen. Als er dann darum bittet, wieder zurückgeholt zu werden, bekommt er keine Antwort mehr. Durch Thanos-Schnipser sind auch Janet, Hope und Hank zu Staub zerfallen. Hallo? Damit kommen wir zum bisher letzten Film des MCUs, Captain Marvel. Er führt die große Hoffnung der Avengers ein, Carol Danvers. Verse, wie sie zu Beginn des Films noch heißt, wacht auf Hala, dem Hauptplaneten des Kree-Imperiums, aus einem Albtraum auf. Sie kämpft an der Seite einer älteren Frau. Yon Rogg fordert sie während eines Trainingskampfes dazu auf, ihre besonderen Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Beherrsche dich. Sollte ihr das nicht gelingen, könnten ihr diese Fähigkeiten von der obersten Intelligenz auch wieder genommen werden. Einer ihrer Spione soll während einer Mission von den Skrull-Invasoren gerettet werden, doch die Star-Force-Truppe gerät in einen Hinterhalt. Verse wird von den Skrull gefangen genommen, die sich als einheimische Torf getarnt hatten, da ihre Fähigkeit die ist, die Gestalt anderer Spezies anzunehmen. Die schauen dann mit Hilfe einer Maschine in Verse Erinnerungen, speziell die verloren geglaubten Erinnerungen an Dr. Wendy Lawson, die Frau aus Verse Albtraum. Verse kann sich dann befreien und befindet sich auf der Flucht vor den Skrull. Sie gelangt so auf die Erde und die Skrull tarnen sich hier als Menschen. Nick Fury trifft als erster auf Verse und glaubt ihr anfangs kein einziges Wort, bis er jedoch bemerkt, dass sich ein Skrull als sein Partner Agent Coulson ausgibt. Er bemüht sich und lässt sich dann von Verse erklären, was die Kree sind, was ein Skrull ist und wieso sie überhaupt auf der Erde ist. Beweise, dass du kein Skrull bist.
Fury begleitet sie dann in ein geheimes Regierungsgebäude, wo sie auf die Pläne für einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb stoßen, die Dr. Lawson geschrieben hat. Als sie entdeckt werden, fliehen sie mit einem der Flugzeuge aus dem Hangar der Einrichtung mit an Bord der blinde Passagier Goose. Sie verstecken sich bei Verse alter Pilotenkollegin Maria, wo Verse dann ihre wahre Abstammung erfährt. Sie war eine Pilotin auf der Erde mit dem Namen Carol Danvers. Danvers. Der Skrull Talos spürt Carol auf und bietet ihr einen Deal an. Carol soll sich die Aufzeichnungen der Blackbox anhören, die gerettet werden konnte. Sie erfährt, dass sie die Pilotin bei einem Testflug gemeinsam mit Dr. Lawson alias Mar-Vell war. Dieser hat nach einem Absturz versucht, den Antrieb zu vernichten, damit er nicht in die Hände der Skrull fällt. Der Angreifer und Verursacher des Absturzes tötet Lawson und Danvers zerstört an ihrer Stadt den Antrieb. Doch bei der Explosion wird Carol nicht etwa getötet. Die Kräfte des Energiekerns gehen auf sie über. Der Angreifer war Yon Rock, der mehr über den Antrieb erfahren wollte und Carol deshalb mitnahm. Dr. Lawson wollte den Antrieb den Skrull zur Verfügung stellen, damit dieser aus den Machtbereichen der Kree fliehen und damit den Krieg beenden können. Mithilfe der Aufzeichnungen finden sie die richtigen Koordinaten des Schiffes in der Erdumlaufbahn und mit dem modifizierten Flugzeug finden Carol, Maria und Fury eine Gruppe Skrull, die das Labor bevölkern, darunter auch Talos Frau und Kind. An Bord stoßen sie auf den Energiekern, den Tesseract. Doch wird der Commander Yon Rock auf sie aufmerksam und die Kree infiltrieren das Schiff. Goose, der eigentlich eine außerirdische Lebensform ist, verschluckt den Tesseract und Carol wird gefangen genommen. Sie trifft auf die oberste Intelligenz und erkennt, dass die Kree sie belogen haben, um sie zu kontrollieren. Sie zerstört den Suppressor an ihrem Hals und erhält die volle Kontrolle über ihre Kräfte. Das macht sie nun unaufhaltsam. Sie gibt Fury dessen Kommunikator zurück, den sie für Notfälle modifiziert hat, und sucht einen neuen Heimatplaneten für die Skrull. Fury wird dann von Goose am Auge verletzt, wodurch dieser dauerhaft die Augenklappe tragen muss. Auch will Fury für die neuen Gefahren eine Heldentruppe zusammenstellen, die er nach Carol Danvers Spitznamen Avenger benennt. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. In der Mid-Credit-Scene sehen wir dann Natasha, Steve, James Rhodes und Bruce, die das Kommunikationsgerät begutachten, welches aufgehört hat, das Signal zu senden. Sie rätseln, wer das Signal empfangen könnte, als plötzlich Captain Mar-Vell hinter ihnen auftaucht und nach Fury fragt. Das war gar nicht nötig, oder? Nein, war's nicht, aber ich fand's lustig. Das war Teil 2 der Zusammenfassung des Marvel Cinematic Universe. Haben euch diese Filme gefallen und welcher ist überhaupt euer Liebster? Freut ihr euch genauso auf Endgame, wie wir es tun? Schreibt's uns in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch mehr coolen Content sehen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke da unten zu aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Macht's gut!